Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu eurer täglichen Dosis TFT am Abend oder sowas. Wow, ich habe einfach gedappt, ich weiß nicht mehr warum. An meiner Seite ist die liebe Sisso AK Therese. Wie viel TFT hast du schon gespielt? Hi, ich glaube nicht so viel wie du. Ja, ich war generell auch. Die Spandau-Gang. Ja, die Spandau-Gang ist auf jeden Fall völlig am Start. Seid richtig hart am Suchten. Ja, wie findest du es denn bis jetzt? Sehr, sehr cool. Ich hoffe aber, da kommen irgendwann noch mal andere Champions rein. Ah, ist bei dir schon der langweilig? Ja, auf dem PBE ist das schon. Nein, das nicht. Also langweilig finde ich noch nicht. Ja. Aber wenn die das nicht regelmäßig rotieren, dann könnte es irgendwann langweilig. Ah, ja, es ist eher so die Sorge, es könnte passieren, okay. Yes. Ja, findest du es? Wie ist es für dich? Ich habe, langsam bin ich drin, muss ich sagen. Ich habe länger gebraucht, als ich dachte. Ich habe ja unglaublich viel Dota Auto Chess gespielt. I know, deswegen hattest du auch einen unfairen Vorteil gegenüber anderen. Nein, ich wollte, du Lümmel, ja, die wollte ich, ja, nur mit goldenem Pfannenwender. Ja, das sagt man nicht nein zu, ne? Goldener Pfannenwender, gibt es auch einen anderen? Das finde ich. Ich glaube so nicht. Ja, also ich dachte auch, dass es dementsprechend mir ein bisschen leichter fallen würde. Aber war nicht? Nee. Ja, nee. Okay. Nee, nicht so wirklich. Also ich habe tatsächlich recht lange gebraucht. Ich kann mir auch nicht genau erklären, warum. Ich glaube, das Hauptding bei mir war, dass ich eigentlich nur gezockt habe. Ich habe noch keinen Stream zu TFT von irgendwem gesehen. Und habe mich halt jetzt auch. Also ich habe nicht so viel Theory-Crafting gemacht, wie ich dachte, wie ich machen würde, weil ich einfach keine Lust drauf hatte, weißt du? Ja, das war bei mir so. Ich habe halt ein Video gemacht mit First Time TFT und habe dann Flame bekommen, dass ich schlecht bin. Ich habe halt davor einmal das Video von Maxim angeguckt, weil ich dachte, naja, guck dir das einmal an, dass du zumindest weißt, wie du deine Minions aufs Feld setzt. Ja, ich muss auch sagen, dass es bei mir ist es auch teilweise fast schon witzlos, weil ich halt ganz am Anfang ja Videos obviously hochgeladen habe dazu. Und Leute halt jetzt zum den allerersten Videos kommentieren. Und halt die ganze Zeit so sind, du hast ja gar keine Ahnung, welche Kombos gut sind. Es war halt so Tag 1. So, ne, wo halt keine Ahnung hatte, was überhaupt abgeht auf dieser Welt. Ja, es ist, also meine YouTube-Kommentare auf dem Zweitkanal sind auf jeden Fall recht heavy. Aber ja. Sieht man bei dir denn auch TFT auf dem Kanal? Ja, aber eigentlich nicht mehr auf dem, also Main-Kanal gerade nicht so, aber ich habe jetzt auch einen zweiten Kanal. Oh mein Gott, den kann ich ja verlinken. Also Uncut-Kanal. Oh. Nee, oh Gott, auf gar keinen Fall. Wenn man da TFT sieht, das ist ja sehr wichtig hier, ne? Ja, aber nicht so viel. Also da, ne? Achso, also jetzt hast du quasi falsche Hoffnung gemacht. Ja, also check den aus, Leute, ne? Alle. Ganz wichtig. Oh Gott, finde ich schlecht. Ja, Reichweite abgreifen. Oh, what the fuck habe ich denn hier als Role bekommen? Hölle, wieso habe ich denn Sachen? Mal kurz. Ich wollte eigentlich, du bist übrigens ein bisschen abgehackt im TS. Was? Schon wieder? Ich mache das jetzt anders. So, und jetzt mache ich mich laut. Und jetzt nee, mach dich nicht laut, mach du einfach Stimmdings ein bisschen das runter. Das versuche ich gerade. Das schaffst du, ich glaube an dich. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Ja, ich wollte eigentlich Open Forge spielen. Wenn man den Fun, wenn das früh kriegt, dann kannst du halt alles durchlaufen lassen. Das ist mega gut. Aber ich habe jetzt halt dummerweise sehr gute Units. Da würde ich jetzt gar nicht Open Forge spielen, wie geplant. Naja, nimmt mal mit. Was ist so bis jetzt die Komp, mit der du am glücklichsten bist? Boah, was war. Wenn ich es bekomme, tatsächlich finde ich Glenn sehr, sehr cool und ätzend. Yordle ist da, glaube ich, mein absoluter Favorite. Yordle ist so, weißt du, wenn man dagegen spielt, tiltet man richtig hart rein. Und wenn man selber spielt, lacht man sich den Arsch. Okay, so ein Mensch bist du also. Ja, gut zu wissen. Disconnected. Ach, scheiße, ich komme in den Channel gar nicht rein. You were moved. Ja, sorry. Hast du festgestellt, du kommst hier nicht wieder rein? Ja, ich habe gemerkt, der Rage Quit macht gar nicht so viel Spaß, weil man nicht keine Rechte mehr hat. Ich weiß auch nicht. Früher wurde ich anders behandelt auf diesem TS, wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Aber ich habe dich gar nicht gepegelt. Sag mal was, ich habe völlig vergessen, dich zu pegeln. Hallo. Okay. Hallo. Okay, du sagst also einfach nur Hallo den ganzen Tag, das ist okay. Du kriegst jetzt einfach plus 6 und dann. Warte mal, warum verliere ich denn die Runde? What happened? Ich hatte nicht geplant zu verlieren. Oh, what the fuck? Ich glaube, ich habe treumäßig aufgestellt, ne? Naja, passiert. Spannend, ne? Hast du schon mal Vayne mit Hurricane gespielt? Vayne mit Hurricane, yes. Oh, und Draven ist auch eine lustige Kombi. Okay, ich hatte eher eine Frage. Ja, frag ruhig weiter. Und zwar weiß ich nämlich gerade nicht, ob, wenn ich das der Vayne gebe, die Vayne ihre Passive auf alle applied oder nur auf ein Target.
Ich glaube nur auf einen Tag. Über Chat. Weiß der Chat das gerade? Ich glaube, was ist nur ein. Wie hast du es denn geschafft, dass du jetzt noch mehr abgehackt bist als davor? Hast du den Pegel in die falsche Richtung gezogen? Hab ich? ich muss es doch ins Plus stellen. Du musst nach links ziehen quasi. Weil links ist ja Minus. Ja, damit es früher aktiviert. Sicher? Ist eigentlich andersrum, oder? Nein, trust me. Okay, warte. Du wirst mich gleich sowas von atmen hören. Hallo? Hallo. Oh ja, du hörst alles. Okay. Ja, ich höre wirklich alles. What the fuck is happening hier? Na gut, aber dann können wir jetzt auch durchziehen, ne? Ja, Leute, wie machen wir das jetzt? Spielen wir soft. Du kannst mal aufhören. Was ist denn Soft-Spielen? Was heißt das denn? Ich guck mal auf dein Feld und gucke, was du meinst. Ich inte einfach nur soft. Das will ich quasi sagen. Ach so. Scheiße. Okay. Also ich weiß noch gar nicht, was ich spiele. Ich kaufe einfach. Ja, Kaufrausch ist auch immer eine gute Taktik. Nicht der Kampfrausch, sondern der bekannte Kaufrausch. Das kann man gelegentlich machen. Wer kennt ihn nicht? Wir haben noch gar nicht gegeneinander gekämpft, oder? Scheiße, ja. Nee, haben wir noch nicht. Ich wollte mir jetzt eigentlich gerade eine perfekte Ausgangslage fürs Karussell holen. Aber jetzt gewinnst du. Ja, nee, doch nicht. Oh Gott. Ah, wobei. Das ist tricky. Aber ich komme runter. Ich bin jetzt tatsächlich ganz unten. Ich habe mir jetzt die Pole Position. Nein. Gesichert. Oh Gott, was tust du da? Hallo. Du bist einfach. Wieso bist du. Wir haben dieselben. Wie kannst du denn unter mich rutschen, wenn du dieselben Punkte hast? Du Luder. Darf ich den Funwender da oben haben? Oder hast du da eine persönliche Bindung? Nee, zu? Du kommst da schon. Du kommst ja eh schneller hin. Ja. Okay, sehr schön. Und du dreckig lassen, machst mir ein bisschen Angst. Ja, ja. Ist ja. 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 So, ich weiß nicht, übrigens, ja. Da ich ja gerade live bin, ich wollte den Subs nur kurz sagen, ich ignoriere euch nicht, ich werde mich nach. Nein, du kannst dich auch währenddessen bedanken, komm. Nein, doch. Das ist mir unangenehm, das ist eine Aufnahme. Jetzt dazu mache ich den Chat auf und guck selber. Es war Judas Banane mit 54 Monaten. Davor Judas war Banane, Diablo. 45 Monate, Grüße gehen raus. Dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, Judas Banane. Das klingt viel zu sehr nach Jonas Banane, aber das ignorieren wir an diesem Punkt. Ja, wir haben noch zwei. Einmal Dark Diabolo mit 19 Monaten und den Random Dude mit 10 Monaten, der Lul geschrieben hat. Absolut beeindruckend. Also nicht, dass er Lul schreibt, sondern, ne? Die so. Monatsanzahl, ja. Ja. Ich meine, ich bin ja auch schon sehr lange bei dir, wollte ich ja nur noch mal gesagt haben. Das ist korrekt, ja. Und das ganz ohne Gegenleistung zu erwarten, du bist so selbstlos. Mhm. Ich erwähne gar nicht bei jeder Gelegenheit gerne, wie lange du denn schon Sub bist. Ich sag ja, du bist einfach so selbstlos. Absolut. Ja, ich habe jetzt tatsächlich mein Force of Nature hier bekommen. Bin ich recht glücklich drüber. Wie läuft's denn bei dir? Nicht so gut. Nicht so ich habe meinen Mordekaiser ausgepackt. Das ist meine einzige Level 2 Unit. Stimmt gar nicht. Nidalee ist auch Level 2. Ich habe gelogen. Alter, meine Vayne hat gerade einen Pike-Stun gesidesteppt. Weil sie einfach krass ist. Cheatest doch schon wieder. Aber er ist ein Jordi-Spieler. Kriege ich halt schon ein bisschen. Ich feiere die ja. Ich mache das ja auch gerne, ne? Ja, du bist ja auch. Ich will jetzt ich nicht bin sagen, auch eklig. Ja, schon okay. Ja. Damit kann ich leben, doch. Ich würde ja gerne was anderes sagen, ne? Aber. Bitte? Mama sagt, ich darf nicht lügen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Eigentlich müssen wir das jetzt aber auch so weiterspielen, Leute, aber. I mean. Weil wir drin sind, sind wir drin. Drin ist drin. Was ist denn eine gute Wild-Kombo? Mit Shapeshifter und Sorcerer und Dragon? Oder was macht man da am liebsten? Warte, ich guck mal bei dir. Was hast du denn? Bis dato nicht viel. Ja, warte, ich kauf einfach wild. Ja, ist doch fein. Oh. Okay. Das ist ein... Ja. Wie viel Gold hast du? Nur 12. Ich bin sozusagen pleite. Ja, das ist okay. Du gehst quasi gleich auf 5, verkaufst den Morde, stellst den Rengar rein und die Tristana. Okay, Chef. Wird gemacht. Sehr gut. I'm proud of you.
Nee, Regamin, glaube ich. Regimin oder wie du heißt. Es tut mir leid, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber nein, der hat nämlich gerade gefragt, ob man dieselben Items rausbekommt wie in League, wenn man die zusammenbastelt. Nee, null, gar nicht. Klares Nee, Nein. aber ein richtig großes Nein. Also so, nein, nein, nein. Auf dem Level befinden wir uns da, was das Nein angeht. Das war. What? Ich habe irgendwie keinen richtigen Tank mehr, muss ich dir gestehen, nachdem jetzt mein Morde weg ist. Ja, das Oh stimmt. yes, baby! Du Yes! willst auf. Du willst nach dieser Golems-Round. Haha, haha. Hast du jetzt in meine Aufnahme reingesubbt? Oder hat dir jemand jetzt einen Sub geschenkt bei mir? Ich glaube, es hat mir jemand gegiftet. Ich habe nichts Das ist halt getan. fucking genius, ne? Das ist einfach. Ich bin nicht live auf Twitch und es kommt ein Sub von dir rein, während ich mit dir aufnehme. Das ist halt legit insane. Oh, wer war das? Wer auch immer das war. Vielen lieben Dank Verdammt dafür. nochmal Ihr seid. WP. Du rollst jetzt gleich dein ganzes Gold weg. Okay? Also jetzt in der Runde, die jetzt kommt, rollst du alles weg, was du hast und nimmst alle White mit, die du kriegst und verkauf endlich diesen Kack-Mordekaiser da. Aber der soll so. Lass doch meinen Mord in Ruhe. Der kann auch nichts dafür. Okay, also willst Nidalee oder Warwick jetzt drei hitten? Das wäre super sick für Aber dich. drei kriege ich ja noch gar nicht. Dafür bin ich ja viel zu weit weg. Ja, deswegen musst du da jetzt so ein bisschen Prioritäten setzen. Muss ich jetzt alles reinrollen, was ich Du habe? rollst jetzt Wirklich? alles rein, was du hast. Scheibenkleister, okay. Währenddessen hätte ich zumindest auch bei mir gucken sollen, dass ich hier wenigstens Bist du dir halbwegs. immer noch sicher? Ja, ich bin mir da sehr sicher. So, jetzt hat sich's ausgerollt, du. Ich habe kein Geld mehr. Ja, perfekt. Dann bist du schon mal keine Konkurrenz mehr. Körper. Oh, übrigens, da ich dich zum ersten Mal seit geraumer Zeit live spreche und du die Ehre hattest, ein Jährchen älter zu werden, Hallo, alles ich nur wusste gar nicht, auf nachträglich was zu du deinem hinaus willst. Geburtstag. Das war richtig creepy. Ich dachte so, was passiert? Hast du Crazy. geheiratet oder so? Oder wer jetzt? Was? Nein, oh Gott, geheiratet? Ich? Nee. Ich dachte, so kriege ich meine Einladung zu deiner Hochzeit. Liebes Teamspeak in deiner Aufnahme. Ja. Das, ja, Ja. genau. Das ist genau mein. Stil. So würde ich das angehen. Richtig, ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade für eine Kacke gemacht habe. Naja, Leute, man muss ab und zu auch mal unkonventionelle Kombos spielen. Ich meine, nachdem ich dich auch noch für mich denken lasse, ist es schon okay. Naja, ich meine, viel getan habe ich für dich jetzt nicht, was sinnvoll war bis jetzt. Außer dich dazu gebaitet. Alles zu rerollen ist richtig, ja. Hast gut Alles. gemacht. Oh, das Storyrollen. Sorry, Raul. Ich brauche eigentlich nur noch eine Nidalina. Dann wäre die schon bereit, Level 3 zu sein. Aber die kriege ich nicht, die eine. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, ist korrekt. So, was machst du denn da eigentlich? Gucken wir mal, was so dir ausfällt. Da haben wir Ganzlinger. Das ist ganz Digga Noble Pirate. Pirate. Das ist jetzt nicht unbedingt Standard. Ih, jetzt, weißt du, gehe ich auf dein Feld und was, gegen was spiele ich? Da siehst du, gegen Ja, dich. grüß Gott. Ja, manche Grüß Dinge darf Gott. man nicht angucken, ne? Sonst sind sie Nee, jetzt oh, sofort guck da. mal. Oh Gott. Dann der einfach alles. Ich habe übrigens einen ziemlich guten Losing Streak gerade. Also ich würde es wirklich begrüßen, wenn deine Ahri jetzt hier vernünftig ulten würde. Macht die irgendwie nicht. Der Nee. Noble Buff, der macht mich einfach. Der macht mich ein bisschen fertig, muss ich Och dir ganz ehrlich nee. gestehen. Oh, gut. Och nee. Das. Ich bin Ach, jetzt. und Oh, nicht mal aber ein Gold Schuh. bekommen. Geil. Ja? Einfach null Gold. Das macht so viel Spaß, null Gold zu bekommen. Das ist einfach das Ja. Beste. Ja, super. Und ich rolle hier weiter fleißig alles raus, was ich habe, und es bringt mir gar nichts. Geil. Ah, doch, hier. Zack. Wird gesaved. Nein. Na scheiße, jetzt muss ich auf einmal gewinnen. Ja, komm, das ist jetzt wohl keine Challenge mit Wayne Level. Da guck ich auf sein Feld und sehe, dass er die Wayne 3 macht. Spinnst du? Ja, jetzt musste ich ja. Dir brennt der Hut. Ja, toll, Entschuldigung. jetzt muss ich gegen den Jordelmenschen spielen. So ne Mist. Ja, das ist Macht doch natürlich keiner auch gerne. tricky. Die Jordel sind so räudig, wenn du dagegen spielst. Das macht einfach keinen Spaß. Ja. Deswegen spielt sie ja auch keiner, ne? Weil es ja illegal. Doch. Du schon. Ach so. Illegal. Ah ja. Ah ja. Da habe ich noch nicht so viel mitgekommen von. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Wirklich nicht, wie ich jetzt hier in eine Ganzlinger Noble Pirate Comp reingerutscht bin. Aber es ist passiert. Ne? Ich meine, manchmal Die der Kopf ergeben will, was er sich. will. Ne? Aber ich hatte auch einen meiner ungewolltesten Losing Streaks ever. Also Das ist schon okay, das passiert. alles spektakulär Passiert hier. einfach so. So, was möchte ich denn jetzt? Da ist ja nichts dabei, da ist ja kein Wild dabei. Mal wieder. Egal, ich nehme den Pfannenwender. Dö, 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 dö. Da war close, den.
Ja, den habe ich. Der hätte fast. Wäre ich fast wieder aus Versehen. Glücklich gemacht. Ach, du wolltest ihn auch? Ach, ja, so. Ach, ich dachte mir, ich gönne mir noch einen, weißt du? Ich könnte hier nämlich witzigerweise die Blade Master spielen. Ah und, ja? Und Vayne Blade Master ist schon ziemlich disgusting. Aber so ein Lucian Blade Master Ganzlinger ist auch witzig, weil dann schießt er so ganz viele Leute gleichzeitig ab, weißt du? Tut der? Okay, ich merke, du bist nur einfach schon ein bisschen. Also Ganzlinger ist quasi so, wenn du jemanden hittest, hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass du viel, viel schneller noch die daneben hittest. Aha. Okay? Aber wenn du Blade Master hast, hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du einen Auto-Attack machst, du einen extra Auto-Attack machst. Ja. Und wenn jemand beides hat, dann ist halt so bam, 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 bam. Okay, verstanden, ja. Cool. Du dachtest jetzt an was anderes als ich, aber ja, das ist es. Nein, ich habe hier und, genau. Und warum du quasi immer alles weggerollt hast, ist, weil du auf dem Level, du warst ja bei 8, du warst bei 8 von 10 XP. Ja. Oh, hoffentlich warst du das überhaupt. Aber ich gehe mal davon aus, das wäre Standes, seit du jetzt vorher gelevelt. Dann ist deine Wahrscheinlichkeit für 1er-Units noch höher, weil sie ja mit jedem Level ich sinkt. Ich glaube, ich hatte davor gelevelt, weil du meintest, level doch jetzt. Das meinte ich? Ja, zumindest damit ich halt meinen Mordekaiser rausnehme und, also bei den Golems. Erinnern Sie sich? Ja, dunkel. Okay, dann tut es mir natürlich leid. Aber prinzipiell willst du quasi da heavy rollen, weil da die Wahrscheinlichkeit für deine Einser noch höher ist. Warum habe ich denn jetzt keinen Pirate bekommen? Achso, weil die auf meinem Pferd rumliegen. Auch nicht schlecht. Oh, 4 Money, Alter. So glücklich. 2 Brawler, ich weiß, also. Ich habe noch nie absichtlich eine Fiora gespielt. Ich finde die Unit ist so bad. So, ich gucke aber nochmal bei dir das rein. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Kann ich mir jetzt einen Runans auf die Nidalee machen? Bringt mir das was? Oder lieber auf die Tristana? Auf die Tristana, nee, oder? Nee, du mach das gar nicht. Runans ist nicht gut. Gar nicht. Runans ist leider wirklich nicht gut. Das ist. Schade, warum? Runans hat das Problem, dass quasi der Damage reduziert wird, aber die Mana, die Unit bekommt, gleich bleibt. Das heißt, du gibst den Gegner einfach nur free Ultimates. Wow. Das ist quasi. Das ist ja sehr traurig. Ja. Okay, na, so traurig ist es jetzt nicht. Doch, ich finde es schon traurig. Mhm. Kennst du eigentlich den BM, den kennst du bestimmt. BM kennst du nicht ja bisher Experte drin. Nee, gar nicht. Den BM von dem Maulwurf, der macht einfach ein Grab und zeigt da rein, dass man da reinspringen soll. Das ist ungefähr insane. Ich liebe das. Du, seit wann liebst du denn BM? Ich meine. Nein, ich finde diese Animation einfach sehr lustig. Ach so, ja klar. Aber böse Menschen würden das natürlich zum BM benutzen. Ja? Du allerdings ja nicht. Nein. Nein. So gut kennst du mich, das ist sehr gut. Ja, also das, was für dich jetzt halt wichtig wird, ist irgendwie wieder ein bisschen an der Eco ranzukommen. Dann Level 6 zu werden. Wie viel XP hast du gerade? Bist du bei 8 von 18? Ich habe 12 von 18. Ah, hast du wirklich einmal gelevelt gehabt, ne? Ja. Wie viel Gold hast du? 19. Können wir jetzt nochmal leveln? Ja, dann level jetzt rein, dann kriegst du. Das Wichtige ist jetzt quasi, willst du ihn nah hitten. So, der Nah ist super wichtig für deine Comp. Wenn du einen Aurelion siehst, nimmst du ihn mit. Du willst langfristig, willst du die Tristana ersetzen durch noch einen Mage und dann noch einen Mage mit reinspielen unter den Yordle. Okay. Damit du quasi, entweder willst du Triple Shapeshifter oder Triple Sorcerer. Beides ist eigentlich machbar für dich. Ich bin froh, dass ich den Aurelion vorhin verkauft habe. Hast du wirklich? Schau nicht auf mein Board, dann würdest du ihn nicht wiederfinden. Aber ich habe einen Shapeshifter gefunden. Lass uns von schönen Dingen reden. Mhm. Okay. Oh. Sag einfach nichts. Nee, ich glaube, das ist das Beste gerade. Ich. Nee, ich sag gar nichts. Gut. Sehr gut. Ich lasse meinen Graves 3 für mich sprechen. Ja. Der Graves 3, der tut gar nicht weh. So. Ich bin da hochgeklettert. Verlierst du gar nicht mehr. Doch, ich habe eben aus Versehen eine Runde verloren. Oh mein Gott! Hier spielt. Oh mein Gott! Lulu mit Double Spear auf. Nee, wo? Das ist illegal. Wo? Wo ist das? Ist das Yubi? Yubi, ja, ja. Ja, den habe ich natürlich auch eingeladen, ne? Die Leute, die ich einlade, die sind immer richtig eklig. Ja, aber wirklich. Also, ich meine, Double Spear Lulu ist halt. Das ist insane. Halt nach Spear Pike wahrscheinlich so das Ekelhafteste, was man machen kann. Ich wusste gar nicht, wie. Weißt du, was auch richtig räudig ist? Ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast. Aber das hat mich richtig geärgert. Das war Double Kindred Level 2. Ja, meinst du, da stirbt noch irgendwer? Ja. Nee. Belastend. Die leben für immer. Oh, warum räude ich denn jetzt? Weiß ich nicht.
Boah, ich hätte ihn am liebsten gerade einfach nur die Nudels weggenommen, nur damit der Nudel nicht. Damit das nicht. Naja, aber es ist ja leider überhaupt nicht sinnvoll für mich, das zu tun. Buddy. Aber eigentlich darf man sowas Ekelhaftes halt echt nicht unterstützen. Ja, ja. Generell, eine Sache, die ich dir auch bei Gelegenheit empfehlen kann, ist Gunslinger. Ja. Und dann auf die Tristana machst du Red Buff und Titanic Hydra. Dann prockt dir das quasi... Titanic Hydra? Ja. Oh, und das klingt aber. Ja, das ist super ekelhaft. Klingt also, sehr eklig. Ja. Aber deswegen dachte ich sofort an dich. Danke. Ja. Du, man hat so seinen Ruf, ne? Ja. Da muss man dann auch einfach stolz drauf sein. So. Oh, aber du hast jetzt zwei Sugars, habe ich das richtig gesehen? Nee, das bin nicht ich. Ich weiß nicht, bei wem du guckst, okay. Aber ich habe keinen Sugar. Ja, das, dann kann ich das Lob wohl doch nicht aussprechen. Nee. Warte, ich gucke mal bei dir. Was haben wir da? Wir haben eine Nida 3. Du hast Optionen auf dem Warwick 3, die allerdings aktuell noch nicht ganz erfüllt werden kann. Richtig, du hast, ja. Du hast eine Shyvana, weil du es kannst. Und du hast die Nahe immer noch nicht getroffen, aber du hast zumindest 20 nee. Gold. Ja, die behalte ich jetzt auch? Ja. Mach nichts. Ich verliere noch mal eine Runde. Ja. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Oh, wer bist du denn? Nobelspieler. Ah. Hast du den also Benke auch eingeladen hier? Nee, Benke, mit dem habe ich nichts zu tun. Ja, okay. Weil der muss sterben. Weil der nimmt mir Units weg. Nee, das ist nicht gut. Das macht man nicht. Nee. Units wegnehmen ist einfach nicht nett. Das macht man nicht. Der kriegt aber jetzt auch richtig Damage hier rein, ne? Ei. Na gut, das klatscht. Oh, guck mal. Läuft doch gut. Also ich hab, hast du ihn gekillt? Nee, ich mein bei dir. Achso, ja. Du guckst jetzt entweder nach dem Pfannenwender halt, wenn er übrig bleibt, oder nach dem BF. Ei. Ich hätte sonst halt die Ari genommen mit dem BF. Der Pfannenwender ist dann jetzt auch schon raus. Ja, du kannst die Ari. Anorima nimmt natürlich die Ari, klar, ich meine. Aber die Sichu ist eh besser. Es gibt noch zwei weitere mit ja, Sichu ist auch ja, weg. Na, dann jetzt habe ich noch einen Kasalin, den ich nehmen könnte. Hm? Ja, ja. So. Nimm den zwei. Ah, oh, mein, I'm sorry. Oh Gott. Ach, der ist auch Shapeshifter, ne? Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass der da rumstand. Der ist ziemlich gut. Ja, du musst ja auch für zwei denken, das ist ja auch einfach anstrengend. Ja. Also mit dem BF hättest du halt Spear machen können, Spear of Sojourn, weil du noch die Tier hast. Das wäre ziemlich nice für dich gewesen. So, dann kann ich den rausstellen und den Swain reinstellen. Ich hätte ja gern noch zwei kleine Warwicks, aber irgendwie sehen die Warwicks nicht gut aus. Ja, das ist halt auch sehr unwahrscheinlich jetzt auf dem Level. Dass man die noch kriegt? Ja. Mist. Ja. Anorema hat einfach drei Level 3er Units. Unschöne Sache. Ich weiß gar nicht, was meine Win Condition hier wird. Oh, ich habe irgendwen gekillt. Oh, den Bank. Oh, ei. Ja, das ist sehr gut. Ja, dein Swain macht Sachen, ne? Ja, mein Swain ist nett, aber die Tristana hat halt irgendwie. Die ist netter. Ja. Die tut weh. Dezent. Oh. Wait. Ich hätte dann gerne mal den Nah. Es wäre soweit. Ich bin bereit. Liebes Spiel. So? Ich glaube, so baut man das auf. Alter, das überfordert mich. Da ist eine andere Pirate da. Okay. Ja, witzig. Ei, der hat aber auch viele Minions auf dem Feld, du. Das sag ich dir mal ganz ehrlich. Alter. Was ist denn passiert? Aua. Das tat richtig weh hier. Uff. Ja, wie viel Gold hast du? Jetzt 24. Und wie viel XP hast du? 12. 14. Ja, dann geh noch ein Level hoch. Schmeiß die Shyvana drauf. Oh, das, ja, macht man eigentlich nach der Creep Round, aber das habe ich gerade nicht gesehen, I'm sorry. Ah, alles gut. Aber wieso habe ich jetzt mit rausgenommen?
Wen hast du rausgenommen? Wieso habe ich die mit rausgestellt, die Shyvana? Weil du Shapeshifter. Ach so, du hast schon A. Ja, dann kannst du die spiel die 2er Ari. Dann spiel die 2er Ari. Ah, sorry, ich habe den Namen nicht gesehen. Alles gut, der ist auch klein. Der versteckt sich aber auch wirklich da, ne? Der kleine Schwinker. So, jetzt ist aber auch das Ding, dass dein Rengar quasi überflüssig ist. Ja. Weil du ja schon 4er White hast. Du kannst den aber trotzdem aktuell spielen. Guck einfach, jede 4er Unit, die du jetzt kriegst, spielst du und jede 5er Unit würdest du auch spielen. Und dann nimmst du dafür die Ari raus. Alles klar. In der Theorie. Du würdest sogar einen Draven spielen zum Beispiel, weil du Imperial hast über den Swain. Okay. So. Was hast du an Vierer bekommen? Ich habe hier 2 Vierer bekommen. Welche? Kindred und Aurelion. Du spielst Aurelion? Du tust den da hin, wo der Swain ist, den Swain da hin, wo der nah ist. Mhm. Ja. Gib mal die Cloth Armor den Rengar. Frozen Heart. Gut, ja. Das ist für ein Assassin mal ganz nice, weil da halt die Enemy Backline quasi den Attack Speed nimmt. Das kann man ganz gut spielen. So, gefühlt haben irgendwie alle mehr Units als ich, aber meine sind einfach nur so viel schwächer. Dass ich gar nicht. Warum muss ich eigentlich schon wieder gegen Rover spielen? Was ist denn da los? Gar nicht so viel Lust drauf. Der hat hier nämlich einen ekligen kleinen. Au. Ah ja. Wie sieht das denn bei dir aus? Oh, ganz gut. Also der hier hat halt einen Katus. Das kann durchaus wehtun, aber... Quatsch. Solange der nur in einer anderen Abfügung einmal ultet, ist es noch alles fein. Okay. Bei der zweiten Ult wird es durchaus schmerzhaft. So, mein Chat schlägt vor, ich sollte statt Rengar vielleicht eine Morgana reinnehmen, weil dann habe ich 3 Sorcerer. Ja. Wenn er hast, sehr gut. Also ich habe jetzt gerade eine Morgana gekauft dafür. Ja, aber nee, dann nimm den Warwick raus. Den Warwick? Und spiel den Rengar lieber. Ja. Ich glaube, lass den Warwick drin. Also normalerweise würdest du jetzt den Rengar spielen, weil der Rengar ein Item hat, aber dein Warwick hat ja auch ein Item. Ja, das ist korrekt, ja. Ich kann aber dem Warwick noch das Item vom Rengar geben, wenn ich Rengar verkaufe. Ja, ist halt die Frage, was besser ist. Du hast halt wenig Frontline, wahrscheinlich ist der. Also prinzipiell ist der Rengar die höhere Unit. Und deswegen sollte man sie spielen. Aber ja. Rengar ist so eine dumme Ausnahme, weil Rengar einfach ziemlich scheiße ist. Ja, das ja. Also der ist schon utter garbage irgendwie. Aber du hast halt gar nichts, um die Backline zu bedrohen. Ne? Aber dann ist Rengar jetzt raus. Dann habe ich jetzt Rengar verkauft und jetzt werden hier andere Sachen gekauft. Wenn ich, ja. Jetzt gibt's hier nochmal Draven oder Sugar. Könnte ich auch kaufen. Ich hab gerade nicht im Kopf, ob du Platz dafür hast. Hast du eine sinnlose Unit? Nee, gerade nicht. Aber verkauf mal die Shyvana auf der Bank, weil die wirst du jetzt gerade bis in nächster Zeit eh nicht mehr spielen. Ich muss gerade einmal bei mir durchrollen. Roll. Ich roll auch einmal und kauf sie nicht. Nimm Draven, aber ich habe ja nichts für den Draven. Also, der Draven bringt mir ja nicht viel, weil ich überhaupt nichts habe, was ich mit dem machen kann. Ja, doch, du hast Swain quasi und Swain ist Imperial. Ah, und dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch hochleveln und dann könnte ich ihn mit raus. Ja, ist die Frage, ob du sogar eine Unit rausnehmen kannst. Ich gucke gerade, aber ich glaube nicht, ne? Ah, nicht so arg. Oh, ich glaube, es wird sogar... Ah, das ist sehr ripp für mich gerade. Uff, das tut sehr weh. Au, aber ich überlebe bestimmt. Ja. Nee, der hat noch einen gekillt. It's fine. Au. Oh, warte mal. Warum verliere ich denn meine Runde? Warum hast du denn jetzt verloren? Du bist ja eh ganz oben hier. Ja, ich habe gegen Jubel verloren. Ich weiß auch, warum. Du hast gegen Kindred verloren. Nee, ich habe gegen Glacial verloren. Scheinbar durfte sich niemand. Wie? Der war doch vorhin erst Jordel. Was hat er. Scheinbar durfte sich niemand bewegen bei mir. Das sah zumindest auf dem Papier so aus. Jetzt gibt's natürlich keinen Pfannwender, ne? Wenn ich einen will, dann gibt's keinen. Tolle Wurst. Nimm Needlessly. Da den Yasuo. Juhu, den wollte der andere. Da machst du eine Unit zum Mage damit. Okay. Und kannst dafür dann den Draven spielen und die Morgana rausnehmen. Ah, dann rausnehmen. Nehme ich die Morgana raus, okay. Dann gibst du den Swain das, weil damit, wenn jemand Sorcerer ist, rackt er mehr Mana pro Hit. Mhm. Das heißt, der Swain kann eher ulten. Mhm. So, Morgana, raus mit dir. Yasuo, du wirst verkauft. Und das bekommt jetzt, ach, das geben wir. Du bekommst statt. So ein fucking Animal. Was mache ich denn jetzt? Ich kann noch hochrollen.
oder Brand kaufen oder. Warte, ich guck nochmal. Was hast du jetzt? Du hast die Draven, du hast den Aurelion. Okay, wir spielen gegen einen. Oh. Nein! I'm really sorry. Nein! Warum What? Denn du? Roman wäre so viel cooler gewesen als du. Was soll das denn? Aber wenn der Nah. Ah, der Nah hat Scheiße gerotet. Ja, tolle MF. Ja, da ist was war das denn? Die ist ja gelaufen und hat dann Schuss übrigens. Ja, da war. Ja. Das war gerade. Aber keep watching. Wir schauen dir jetzt noch zu und wenn du das machst. Ja, ich glaube, ich kann gegen Jubel, glaube ich, nicht gewinnen. Aber ich gucken, was Jubi so hat. Ja, das ist eklig, ne? Aber ich habe die Kombo hier auch noch nie im Late gespielt. Also ich weiß gar nicht, wie schlecht oder gut ich gerade dran bin eigentlich. Na, gucken wir mal. Okay. Ja, ich weiß es wirklich einfach nicht, wie gut die Comp ist. Aber den kriegst du. Der hat nur seinen Draven. Naja, der hat halt auch den Yasuo, ne? Der tut halt auch weh, aber wenn der. Ah. Wenn er früh genug stirbt, nicht so. Ja, aber Joe hat geultet. Und du hast deine MF, die ultet. Moin. Ja. Hi. Den sein Draven macht leider ein bisschen mehr. Aber Phantom Dancer ist broken. Blocks the Crits. Sorry. Ruva. Du bist ja der Auslöscher, ne? Ja, eine nach dem anderen. Ja. Ja. Ja, war nicht mal schlechtes Gewissen hier. Was ist los? Was ärgert dich? Dass ich die Comp nicht kenne. Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist oder nicht. Weißt du, es ist so. Aber probieren, studieren, du weißt schon. Ja. Ist schon fein, aber wird schon. Wird schon. Klingt irgendwie nicht überzeugend. Ja, nee, ich weiß halt nicht, ob die MF quasi jetzt Damage wieder reicht. Ich weiß nicht, ob man Pirate im Late nicht verkaufen muss, weil es scheiße ist. Und ich weiß nicht, worüber ich jetzt den CC bekommen sollte, um Jubes Glacial Comp irgendwie Einheit zu gebieten. Kann man das überhaupt noch im Late dann? Also ja, gibt's da Einzelne, die das könnten? Ja, an sich schon. Brauchst halt ein bisschen CC dagegen quasi. Also du brauchst halt Seizucho, Nah. Und die müssen halt auch vernünftig früh ulten. Und davon habe ich halt gar nichts. gar nichts. Sugarpaste, ne? Ja, ein Einsatz-Sugar. Der gibt sich allergrößte Mühe. Denk mal. Aber ansonsten macht der, glaube ich, leider gar nicht so viel. Das ist richtig. Du brauchst irgendwie gar nicht mehr so viel Luschen, oder? Obwohl doch, brauchst noch einiges an Duschen. Oh, scheiße, ja, der ist ja noch gar nicht treu. Ach, mach trotzdem mal da hinten dein Ding. Ja, hast aber auch Geld ohne Ende, ne? Ja, schon. Aber auch, weil ich einfach nicht weiß, was ich setzen würde. Also ich weiß nicht, was hier kommt. Wahrscheinlich würde ich einen Swain spielen. Wenn er kommen würde, ja. Ja, wahrscheinlich für Imperial, I guess. At some point. Der Gangplank macht halt gut Damage an sich. Alter, die MF, die ultet immer so insane gut. Ja, die ist halt Giga-Challenger. Das ist halt so ekelhaft, dass du dich nicht schämst, ne? Nee. Aber ich glaube. Ja, das solltest du haben, ne? Ja, das ist Phantom Dancer Vayne halt. Wenn der crittet, verliert er. Das ist halt super toll. Das ist halt so frustrierend dagegen. Das ist quasi Yordle of Crack. Aber wenn Yordle das hat, dann crittest du wirklich. Hast du gar keinen Bock mehr auf dein Leben. Ja, ich nah, denke ich mal. Ich weiß es ja auch nicht. Wahrscheinlich sollte ich eigentlich leveln, weil ich nicht weiß, auf was ich hier rolle. Aber ich warte halt einfach darauf, dass das Spiel mir irgendwas gibt, wo ich mir denke, oh ja, stimmt. Danke, Spiel. Das nehme ich. Aber so weit ist es noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Also jetzt muss halt dieser Up-Rennick-Typ muss halt jetzt sterben, damit ich im Karussell früher picken darf. Ja, der wird schon sterben, oder? Jetzt ist nur die Frage, gegen wen du spielen musst. Erstmal. Wieder gegen seinen Schatten, leider. Ja. Alter. Wir haben die anderen zwei gegeneinander, ja. Ja, keine Sorge, der stirbt jetzt, du. Oh. Meine MF hatte Orientierungsprobleme. Oh, Abrennick ist sehr, sehr lebendig. Wirklich? Seine Kombo ist wohl sehr gut. Ja, der hat, also, oh, ich habe da gerade zugehört. Oh. Okay. Das war? Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich von dir hören wollte, aber. das sah sehr unschön aus gerade für Yubi. Freut mich ja sehr für ihn. Ich weiß gar nicht,
Yui sollte gegen mich auf jeden Fall gewinnen und Rene sollte gegen... Oh, Der hat halt Katus Level 2, ne? Also ich weiß nicht, ob du ihn schon entdeckt hast bei ihm, aber ja, Katus Level 2 hat gerade deleted. Ja, auf jeden Fall. Ja, der wird auch bei mir gut rein deleten. Und du bist glücklich so mit deiner Comp? Nee, gar nicht. Also ich weiß wirklich überhaupt nicht, ob das hier auf dem Papier eigentlich funktionieren sollte und es nur ein bisschen glücklos ist oder ob es, ja... Also so eine CC-lose Comp funktioniert halt für gewöhnlich eigentlich nicht. Aber ich habe halt sehr, sehr viel Schaden. Ne? Also Backline-Damage ist bei mir auf jeden Fall... Ach, MF, are you kidding? Wenn die MF halt besser ulten würde, ne? Ja. Und wenn die Vayne nicht diesen reuden Golem fokussen würde. Ja, aber jetzt habe ich ja Rapid Fire. Ach so, das hat er auch. Ja, jetzt darf sich halt leider meine Kindred den Rest des Tages nicht bewegen. Ne? Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja, das also, ist schade. Es ist halt interaktives Gameplay, muss ich sagen. Also, da muss ich auch sagen, huh, outplayed. Ist gar nicht nervig. Ja, ich muss sagen, Glacial im Late ist auf jeden Fall. Ach, noch eine Anivia. Ich meine, gönn dir. Ja, doch noch. Die, ja, ich glaube, ich weiß, wer sie möchte. Die sind ja alle beide vor dir dran. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Nur für dich. Ich weiß ja nicht, ob ich Lucio oder Mf nehmen sollte. Oder die haben auch, die MF, die habe ich gar nicht gesehen. Die MF wäre halt an sich sick, aber ich glaube, ich brauche den Lucian, weil ich den niemals treffen werde. Warum? Weil die Chancen, umso höher du im Level bist, umso geringer sind, dass du... Aber ich glaube, es war trotzdem Fehler. Ich glaube, er geht trotzdem für MF. Oh, jetzt kriege ich auch noch eine MF vorgeschlagen. Ich könnte mir den Popo beißen. Lieber nicht, du. Ja, das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Bummer. Aber du hast den Lucian auf Level 3, ja? Freu dich doch einfach darüber. Ja, ich freue mich mega. ich glaub's dir aus Wort. Ja, ich hoffe, dass der Lucian hier so eine kleine Solo-Nummer feiern kann. Und dann... Oh Gott. Oh, scheiße. Gegen wen kommst du denn? Gegen Yubi oder... Oh, ich hätte den schon noch zwei haben können, wenn ich wenigstens die Taste gedrückt hätte für kaufen, aber... Okay, also die Lucian Solo Nummer ist auf jeden Fall eine scheiß Idee gegen Glacier. Das haben wir. Oh! MF da! Und jetzt bitte sofort die nächste MF holt. Nein? Okay, auch in Ordnung. So, aber und jetzt. Das könnte jetzt was werden. Ja, das ist gut. Die MF hat getan, was sie tun soll. Ja, sehr gut. Vor allem habe ich sie ja jetzt zweimal. Also eine davon wird ja hoffentlich immer ihren Job machen. Das ist ja. Du bist einfach so eklig, ne? Manchmal muss man das Problem einfach durch mehr Masse lösen. Kannst du eigentlich nachts noch gut schlafen oder geht's so? Hey, was soll das denn jetzt? We are at war. Do not forget it. Ja? Kurze Reminder meines Subs. Ich bedanke mich nachher nochmal bei euch, aber ich möchte Johnny jetzt nicht sein Grand Final verderben. Ja, hier, warte mal, ne? Hier wird gar nichts verdorben. Ich bin... Okay. Ja, Lucian, du darfst leider keine Solo-Nummer mehr machen, weil ich Angst um dein Leben habe. Oh, guten Tag. Oh, guten wen Tag. Wen hast du denn jetzt? Jube. Ah ja, schon. Oh Gott. Aber direkt im Gesicht quasi. Ah, oh, der Arme. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Ach Gott. Die eine MF hat die... Alter, ich schieß in eine Braum-Ultimate rein auch noch. Zu allem Überfluss. Ja, aber ist nicht schlimm. Guck mal, du verlächtest den Haus hoch, der Arme. Ich habe ein bisschen Mitleid. Ja, das ich nicht so. Das muss ich jetzt gestehen. Schon okay, ja. Verliert der gerade auch noch gegen mich? Wer? Hier, der Renish, ist der auch tot? Ja, nee, tot okay. Nicht, aber es hat nur deine Vayne verloren, gewonnen. Du weißt schon. Ja, halt. Ja, ich weiß, was aber du meinst. Aber wenn er jetzt gegen den Herold verliert, dann unangenehm. Ich weiß nicht, wie man sich gegen den aufstellt. Ich glaube, du musst da stehen und der Rest außen, ne? Gibt's da eine Strategie? Ich hab das ja, der charged halt durch, ne? So, und ich glaube, in Theory... Wenn du den quasi lockst mit einer Unit, dann müsste das klappen. Ich glaube, ich gewinne so oder so gegen den. Das heißt, man kann das hier also auch mal. Also der andere, in meinem Chat steht gerade, dass der Renek wohl unter Umständen gegen den Herold verlieren könnte. Oh, das wäre ja super ärgerlich für ihn. Dann würdest du einfach so gewinnen. Nee, er gewinnt. Er gewinnt. Also er spielt zwar Mage Combo, aber er hat genug Damage. Und der hat ja den Nah. Also das sollte er eigentlich nicht verlieren. Der macht die MF-Ulti keinen Schaden. Oh lol, weil der steht hier wieder auf, weil der GA hat. Ja, aber no das shit. GA hab ja jetzt ich, ne? Also ich beschwöre mich gar nicht. Ja, ist richtig, aber das wusste ich nicht. Heavy Run! So, jetzt ist hier Grand Final. Bin ja sehr gespannt. Ah ja,
Man gönnt sie sonst nichts, ne? Außer zwei Level. Oh, ich hab den Draven nicht gedrückt, sondern gewischt. Ich Idiot. Shit. Aufstellung. Du hast ja noch 10 Gold. Ja, ja. Muss ich kurz überlegen. Oh shit, ich hätte tatsächlich. 3, 2, 1. Dein GA noch irgendwo hin oder machst du das erst, wenn einer. Witzigerweise kann man das Last Second machen und der wird wiederbelebt. Das heißt, in dem Fall. Das ist auch cheaten, oder? Ja, mega. Das heißt, der Draven kriegt's jetzt. Damit ja, der Karthus, wenn die Ulti kommt durch von Karthus. Guten Morgen. Dunk! Aber Draven kommt wieder. Ich glaube, das reicht. Ja, das reicht leider nicht. Ouchi! Oh, ich hätte wirklich Draven 3 haben können, wenn ich vernünftig. Dein Ernst? Ja, also ja, noch nie Draven 3. Ich habe einen nicht geklickt. Aber kommen die nicht wieder, wenn man die nicht klickt? Also gefühlt kommen manche immer wieder. So, no matter what, die kommen wieder. Okay, Schämst du dich überhaupt nicht, jetzt hier auch noch Yasuo rauszuholen? Nee, schämen ist nicht so meins. Dreckig lachen eher, oder? Ja, auch das. Ich glaube, ich hätte umstellen sollen, aber ich krieg nicht so viel mit. Vor dem, wie ich die Fights verloren habe, die letzten. Haut der Kassadin auf meinen Show? Ja, das macht der dumme das ist natürlich eine Sau. Scheiße, ja. Wäre natürlich gut, wenn der jetzt sein. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das war's, glaube ich. Gute Nacht. Ja, Vayne hat halt MR des Todes, ne? Ja. Aber leider hat kein Lifestyle. Aber irgendwann reicht das nicht mehr. No! Ah, das hätte ich gar nicht verlieren dürfen, ne? Ja gut, aber das war der weitere Folge TFT, ne? Schaut auch bei Zellis vorbei, ihren Zweitkanal findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Willst du noch Tschüss sagen? Ah, tschüss! Danke.